Die Johanneskirche in Hoyerswerda war am Mittwochabend Treffpunkt zum lebendigen Adventskalender. Die gut 30 kleinen und großen Zuschauer konnten dort die Legende von der Christrose erfahren. Die frei nach der Erzählung der schwedischen Schriftstellerin Selma Lagerlöf gestaltete Geschichte wurde von Jane Schreiber-Kempel vorgetragen, unterstützt von Tochter Annie. Allerdings kam offenbar krankheitsbedingt nur eine abgespeckte Variante zur Aufführung. Geplant war eigentlich ein richtiges Puppenspiel unter Mitwirkung von Kolleginnen der lykopädischen Praxis Schreiber, bedauerte die Sprachtherapeutin die Einschränkung. Dennoch kam das Stück bei den Zuschauern gut an, zumal das eine oder andere Kind gleich mal aktiv in die Vorstellung einbezogen wurde. So konnte letztendlich auch an diesem Abend das Geheimnis gelüftet werden, warum die Christrose gerade zur Weihnachtszeit ihre ganze Blütenpracht zeigt.